Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst am Palmsonntag. Mein Name ist Isabel Wagner und ich möchte dich einladen, heute mit mir Gottesdienst zu feiern und der Geschichte von dem Einzug Jesu in Jerusalem nachzuspüren. Viel Spaß! Ich möchte einsteigen heute Morgen mit einer Frage an dich. Geht es dir wie mir, dass Bilder von vielen Menschen zusammen in Film und Fernsehen dich ebenso mittlerweile beunruhigen? Sofort kommt mir da der Gedanke, hey, es ist doch Corona, Abstand halten, das sind viel zu viele Menschen aufeinander. Und vielleicht sind sie dabei auch noch ausgelassen und fröhlich. Das geht ja gar nicht. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite merke ich, da ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in mir, Teil dieser Menge zu sein. Ebenso ausgelassen zu sein, ebenso fröhlich zu sein, ohne tausend Gedanken im Kopf, was ich jetzt darf oder nicht darf. Einfach den Moment zu feiern, einzutauchen in die Einzigartigkeit dieses Momentes. Und es hat sich vor circa 2000 Jahren in Jerusalem ein ähnlicher Moment begangen. Ich muss nochmal starten. Aber so, ne? Passt das. Ich starte nochmal von vorne. Guten Morgen. Ich möchte einsteigen mit einer Frage an dich. Geht es dir wie mir, dass Bilder von vielen Menschen in Film und Fernsehen dich mittlerweile ebenso beunruhigen? Sofort kommt mir der Gedanke, hey, es ist Corona, ihr müsst Abstand halten, das sind viel zu viele Menschen aufeinander. Vielleicht sind sie dabei auch noch ausgelassen und fröhlich und du denkst, das geht gar nicht. Das ist die eine Seite in mir. Und die andere Seite, da ist Sehnsucht. Da ist Sehnsucht, Teil dieser Menge zu sein, ebenso ausgelassen und fröhlich zu sein, ohne tausend Gedanken im Kopf, was ich jetzt darf oder nicht darf. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen mit mir einzutauchen in die Bibelgeschichte für den Palmsonntag und mit mir nach Jerusalem zu blicken. Glaubst du, wenn wir eine Stunde, nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, in die Stadt gekommen wären, meinst du, wir hätten einen Unterschied wahrgenommen zu vorher? Die Soldaten sind weiterhin rumgelaufen, die Wirtshäuser waren voll und das bunte Treiben auf den Straßen stand alles im Zeichen der Vorbereitung für das Passafest. Denn aus ganz Israel kamen die Menschen wieder zusammen. Die Straßen waren voll.
Die Menschen bereiteten das Fest vor und nebenbei herrschte das ganz normale Alltagsgeschehen in Jerusalem. Dieses ganz normale Alltagsgeschehen haben wir seit ungefähr einem Jahr nicht mehr. Und nachdem wir letztes Jahr pandemiebedingt schon irgendwie anders Ostern erlebt haben und uns auch gar nicht so richtig vorbereiten konnten, möchte ich dich heute Morgen ganz persönlich einladen, in dieser Woche der Passionsgeschichte nochmal neu nachzusinnen, nochmal dich offen zu machen für die letzten Stationen von Jesus. Auch wenn dieses Jahr vielleicht nochmal alles anders ist. Denn auch in Jerusalem vor 2000 Jahren war diesmal alles anders. Klar kamen die Menschen wieder aus dem ganzen Land zusammen und sie trafen sich wieder und sie unterhielten sich und vielleicht schaute man die Kinder an und sagte, boah, die sind aber groß geworden. Man hat sich erzählt, dass man jetzt verheiratet ist, dass man eine Freundin hat oder einen Freund. Man hat sich ausgetauscht, wie es dem Schaf geht, dem Kuh, dem Huhn. Aber es gab noch andere Geschichten dieses Jahr, die sich die Menschen erzählt haben. Nämlich von einem Jesus. Das war aktuelles Geschehen dort. Die Menschen erzählten sich Geschichten von einem Jesus, der durch die Städte wanderte und Menschen heilte. Und sie hatten von diesem Jesus gehört. Sie hatten Geschichten über ihn gehört und da lag so eine seltsame Spannung in der Luft. Und die Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und die zweite Frage, kommt er wohl auch zum Passafest, wie es sich damals für einen Juden gehörte? Kommt er wohl auch nach Jerusalem? Da war so ein sehnsüchtiges Warten, was die Menschen damals umtrieb. Das Passafest war und ist für die Juden von großer Bedeutung. Die Menschen erinnern sich daran, dass sie befreit worden sind aus Sklaverei, aus Unterdrückung. Sie wurden herausgeholt und haben Befreiung erlebt. Sie haben gesungen und gefeiert. Und gleichzeitig ist es ein Fest voller Hoffnungen und Sehnsüchte. Eine Hoffnung und auch eine Sehnsucht, dass so etwas noch einmal passiert. Dass sie so etwas noch einmal erleben, denn sie hatten und haben eine große Sehnsucht nach einem neuen König, der sie erneut befreit. Und sie haben sich eine Veränderung der damaligen Situation herbeigesehnt. Und vielleicht haben sie gedacht, ist er die Person, die diese Veränderung schafft. Und deshalb kann ich ganz gut einstimmen in diese Sehnsucht der Menschen. Denn auch ich und vielleicht auch du, ich trage eine ganz tiefe Sehnsucht in mir nach Veränderung der Situation. Ich möchte wieder einen normalen Alltag erleben. Ich habe eine Sehnsucht nach Normalität und eine Sehnsucht nach der erlösenden Nachricht, es ist vorbei. Und deshalb stimme ich ein in das Gefühl der Menschen damals. Klar, nach einem Jahr habe ich mich arrangiert. Nach einem Jahr Pandemie habe ich einen neuen Alltag. Einige Dinge sind routinierter geworden, aber mit vielem habe ich mich einfach nur abgefunden. Und was tief in mir drin ist, ist eine Sehnsucht, ist ein Hoffen auf bessere Zeiten. Und wenn ich dann in diese Geschichte schaue, und dann möchte ich, dann habe ich das tiefe Verlangen nach, Teil dieser Menge zu sein. Möchte auch meinen Alltag unterbrechen und ausgelassen und fröhlich sein. Denn das machen die Menschen damals. In dem Moment, als sie hören, dass Jesus vor den Toren Jerusalems sich mit einem Esel befindet, lassen sie alles stehen und liegen, rennen an die Straße und feiern ihn. Sie flippen komplett aus, alles andere ist total egal. Sie haben gejubelt und gesungen und sie haben sich gedacht, das ist er. Das ist der König der Welt.
Und in dieser Freude, in dieser Ausgelassenheit, da steckt dieser tiefe Jubel drin. Sie haben ihm gewunken, sie haben ihre Klamotten auf den Boden geworfen und die Szene mag vielleicht für einen Außenstehenden total verrückt ausgesehen haben. Denn so werden Sieger begrüßt. Und auch wenn sie Jesus persönlich nicht kennen, ist sein Ruf ihm vorausgeeilt. Sie haben gehört, dass er sich auf die Seite der Leidtragenden stellt, dass er für die Armen einsteht, dass er Veränderung schafft und das Leben von Menschen auf den Kopf stellen kann, dass er die Herzen der Menschen anrührt und verwandeln kann. Und nun ist dieser Jesus da. Hosianna, rufen sie, das ist unser neuer König. Und die Erwartungen sind nicht nur privat total hoch an diesen König, sondern natürlich auch politisch. Sie wollten herausgeholt werden aus der nächsten Unterdrückung, aus der Besatzung der Römer. Und da lag dieser Geruch von Freiheit, Gerechtigkeit zum Greifen nah. Aber Jesus kommt ein wenig anders, als man das vielleicht von einem König erwarten würde. Er kommt nicht hoch erhaben auf einem Pferd, sondern auf einem jungen Esel. Er hält auch keine große Rede, schwingt nicht viele Worte, sondern er schweigt. Und wenn Jesus in diesem Moment schweigt, dann glaube ich, dass er mehr sagt als alle Worte, die er vielleicht jemals gesagt hat. Denn während er an dieser Menge vorbeireitet, sagt er zu jedem Einzelnen, ich bin der König. Ich persönlich, mit mir fängt das an, worauf du hoffst. Und wenn Jesus heilt, wenn Jesus Tischgemeinschaft mit Menschen hat, dann sagt er immer wieder, mit mir wird sich was verändern. Ich bin das, worauf ihr hofft. Und er schaut die Menschenmenge an, jeden Einzelnen, und fragt, darf ich dein König sein? Denn auch mit mir fängt das an, worauf du hoffst. Darf ich dein Herz verändern? Und darf ich in deinem Leben Frieden bringen? Denn das ist es. Jesus kommt als Friedenskönig und die Menschen damals sehnten sich nach Frieden. Und auch hier denke ich, dass wir als Gesellschaft heute da mitschwingen können, in dieser Sehnsucht. Denn die Pandemie hat in unserer Gesellschaft ganz viel Unfrieden gestiftet. Unsere Herzen sind aufgewühlt, sie sind unruhig. Und auch wir sehen uns nach tiefen Frieden. Und Frieden ist aber nicht einfach nur die Abwesenheit von irgendwelcher Tyrannei oder irgendwelche Konflikte, die irgendwie mit Waffengewalt einfach nur unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein einfaches Bloßstellen von Verbrechern ist kein Friede und Schweigen zur Ungerechtigkeit ebenso nicht. Frieden ist auch einfach mehr als nur die Abwesenheit von Krieg und Terror. Und wer meint, Krieg und Frieden findet sich nur auf irgendwelchen Schlachtfeldern der Welt, der irrt. Denn wir finden Frieden und Krieg auch in unseren Familien, in unseren eigenen Häusern. Ich höre in meiner Arbeit ganz viel von Eltern untereinander oder Geschwister. Vielleicht sogar auch irgendwann der Streit um das Erbe der Eltern. Schwiegermütter, Schwiegerväter, die sich das Leben schwer machen. Am Arbeitsplatz kann uns das auch begegnen. Kollegen werden gemobbt. Vielleicht hast du auch Streit mit den Nachbarn. Und vielleicht denkst du dir, naja, ein schweigsames, friedliches Miteinander, das kriegt man gerade so hin. Dann möchte ich dir heute Morgen zusagen, Frieden ist nicht automatisch da, wenn ich schweige. Frieden ist nicht automatisch da, wenn ich mit dem anderen einfach nicht mehr rede oder demjenigen aus dem Weg gehe.
Das hebräische Wort für Frieden heißt Shalom. Und Shalom sagt, du bist unversehrt, du bist heil, du hast Wohlbefinden, Glück, Frieden, Shalom. Und das ist die Definition von Frieden, den Gott sich auch für unser Leben vorstellt. Ein Leben des Unversehrtseins, ein glückliches Leben, ein sich wohlfühlen. Diesen Frieden, so sagt die Bibel, finden wir in gelungenen Beziehungen zu Gott und dann auch zu unseren Mitmenschen. Denn die Bibel sieht in der zerbrochenen Beziehung zu Gott die Ursache für die zerbrochenen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich möchte dich einladen, dir vorzustellen, wie eine Welt aussehen könnte mit solch einem Frieden. Anstatt mit Streit oder Diskussion sagen wir liebevolle Worte. Anstatt zu kritisieren, loben wir andere Menschen. Anstatt vielleicht einfach wortlos neben dem Kollegen zu sitzen, sagst du etwas Nettes. Und anstatt mit gesenktem Kopf durch den Garten zu gehen, findet sich ein freundliches Miteinander mit dem Nachbarn. Und das ist eine Art Frieden, wo Gott uns den Weg bereitet hat. Denn da greifen keine Gesetze mehr und Gott musste selber eingreifen. Und das macht er durch Jesus. Und da schauen wir auf Ostern in diesem Moment. Und wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Gott schickt seinen Sohn an das Kreuz, um all das Leid und all den Unfrieden der Welt auf sich zu nehmen. Passion und Leiden gehören zusammen wie das Leiden und eine Sehnsucht und Hoffnung. Und die Frage an diesem Morgen ist, ob diese Sehnsuchtsgeschichte der Menschen auch zu unserer, zu deiner und meiner Sehnsuchtsgeschichte werden kann. Und um diese Frage vielleicht zu beantworten, möchte ich dich einladen, dir Zeit zu nehmen. Ich möchte dich einladen, dich aufzumachen, in dich zu gehen, in dein Herz zu gehen, so wie Jesus nach Jerusalem ging. Und ich möchte dich einladen, dass du in den Straßen deines Herzens spazieren gehst. Schau dir dein inneres Jerusalem an. Und du wirst Straßen finden, wo genauso gejubelt und gefeiert wurde, Straßen des Sieges. Aber es gibt auch vielleicht Straßen der Niederlagen. Und da gibt es Straßen der Sehnsüchte und der Hoffnungen. Vielleicht aber auch dunkle Ecken, Sackgassen. Vielleicht auch Orte der Schuld. Vielleicht auch kleine Wege. Vielleicht auch Chaosecken. In deinem Herz ist es vielleicht wie in Jerusalem. Aber ich möchte dir zusprechen, Alltag und hektisches Treiben können unterbrochen werden und du darfst deinen Sehnsüchten Raum geben. Und du darfst sie Jesus hinlegen, wie die Menschen damals ihre Anziehsachen auf den Boden legten und mit Palmwedeln wedelten und dich befreien lassen. Denn Jesus sagt auch zu uns, ich bin dein König. Ich persönlich und mit mir fängt das an, worauf du hoffst. Mit mir wird sich was verändern in deinem Leben. Ich bin auch dein König, sagt Jesus, und ich möchte auch in deinem Leben Veränderung bringen. Und deshalb ist dieses Jahr, dieser Einzug nach Jerusalem für mich zugleich eine Befreiungs- und eine Mutmachsgeschichte. Denn sie befreit mich von meinem Steckenbleiben in meinen Sehnsüchten und befreit mich von meinem ungeduldigen Warten. Es gibt mir Hoffnung und Mut, mich wieder neu auf diesen König einzulassen, der vor 16 Jahren in mein inneres Jerusalem Einzug genommen hat. Und ich möchte diesen König loben und ehren und preisen in aller Unsicherheit, in all meinen Sorgen. Und ich möchte ihm die Ehre geben. Ich möchte lernen wie ein Jünger. Möchte mich in meinem Denken verändern lassen, für Frieden, in meinem Inneren und nach außen hin. Jesus kommt als Friedenskönig und nicht um im Kampf dafür zu kämpfen. Nein, in Jesus kommt kein machtloser Gott. Es kommt ein Gott, der anders ist, der seine Macht ausdrückt in Liebe, in Demut,
in Hingabe, in Opferbereitschaft und in Anspruchslosigkeit. Und all das wird an Ostern sichtbar. In dieser Szene des Einzuges ist es noch nicht sichtbar, aber Gott sagt, das Reich Gottes bricht da an, von wo es wirklich etwas verändern kann, und das ist im Menschen. Gottes Konzept von Frieden setzt bei dir an, ganz persönlich. In Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Und wer durch Jesus Frieden mit Gott findet, für den wirkt sich Frieden auf sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen aus. Und als Jesus sich der Stadt nähert, fängt er an zu weinen. Und er sagt, wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, weint Jesus. Jesus weiß darum, dass sein Wunsch vom Frieden für viele in Jerusalem unerfüllt bleiben wird. Er weiß um das Ende. Er weiß darum, dass dieselben Hände, die eben noch Hosianna rufen, in ein paar Tagen Kreuzige ihn rufen werden. Und dass dieselben Hände, die gerade noch die Palmwedel in der Hand haben, in ein paar Tagen zu Fäusten geballt sein werden. Und dass aus Fröhlichkeit eine Hetze wird. Ein paar Tage später wird dieser Jesus am Kreuz von Golgatha gekreuzigt werden, mit der Überschrift König der Juden. Und dabei wünscht er nicht nur der Stadt Jerusalem Frieden, sondern auch uns, jedem Einzelnen von uns. Gott will auch unser ganz persönlicher Friedenskönig sein, und die Frage ist an diesem Morgen, empfängst du ihn? Willst auch du befreit werden und dich verändern lassen? Frieden im Inneren erfahren und dann nach außen tragen? Dafür möchte ich gerne beten. Herr, danke, dass wir mit unseren Sorgen zu dir kommen können. Danke, dass du aus Unfrieden in unseren Herzen Frieden entstehen lassen kannst. Herr, sei du unser ganz persönlicher Friedenskönig in dieser Zeit. Verändere du unser Denken, schenke du Liebe und Vergebung in unseren Beziehungen und lass uns zu Friedensbringern werden. Amen. Dein König kommt in niedern Hüllen, ihn trägt der Lastbarnesel füllen. Empfang ihn froh, Jerusalem, trag ihm entgegen Friedenspalmen, bestreut den Pfad mit grünen Halmen. Ist dem Herrn angenehm, o mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, o Friedefürst, Pfad großer Macht, es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Throne sperren. Doch du gewinnst ihn ohne Schlacht. Dein Reich ist nicht von dieser Erde, doch alle Erdereiche werden, dem, das du gründest, untertan. Bewaffnet mit des Glaubens Worten, zieht deine Schar nach allen Orten der Welt hinaus und macht